hier noch einmal in die Burg, aber dann kommen wir her und setzen für euch. Super. Seid ihr bereit, euch einen Kämpfer anzusehen? Ja! Seid ihr motiviert zu applaudieren? Ja! Seid ihr motiviert, den Kämpfern ein paar Getränke zu spendieren? Nein! Spanier! Spanier! Das Instrument umhängen, das euch sicherlich sehr interessiert, aber liebe Leute, ich sage euch etwas, was viel interessanter ist. Ihr alle habt schon einmal den magischen Flimmerkasten bewundert, wo euch die Leute drin erklären, wie die Welt funktioniert. Wie schneidet man Zwiebel klein? Wie zerhackt man mittels einer Zerkleinerungsmaschine Schweine zu noch kleinerem Staub? Wie macht man Pudding? Wie kann man Leisten verlegen? Wie kehrt man am besten seine Wohnung aus? Nun, liebe Leute, wir haben hier für euch Mitleiderliches Bildungsnahsehen. Wir werden euch zeigen, wie man einen Gegner, der vor einem steht, in möglichst fachgerechte kleine Stückchen zerlegt. Ich bitte nun einen herzlichen Applaus für unsere Recken. Ritter von Sachsendorf. Und die Kämpfe, die Sie sehen werden, sind echt. Heißt so viel wie, es ist nichts choreografiert, es ist nichts abgesprochen. Denn jeder Treffer, der ausgeteilt wird, ist ein echter Treffer, den der Mann oder die Frau, die ihn bekommt, auch wirklich spürt. Wenn der Kampf zu Ende ist, indem jemand zu Boden geht oder kapituliert, heißt das, dass er oder sie am Ende ihrer oder seiner Kräfte ist. Durch Schmerzen, durch Mangel an Konstitution oder Anstrengung. Ich glaube, Sie verstehen. Den hat man meistens mit, sei es auch in einer Bar, also Bar, Schenke. Und wenn es da zu Streitereien kommt, ist natürlich sein Dolch immer recht locker gesessen. Was kann man dagegen tun, vor allem unbewaffnet? Hat wer von euch einen Dolch? Das ist nämlich unfair. Aha, Quatsch, Schenke. Verstanden? Na gut, dann probieren wir das einmal. Also aufgepasst!